Herzlich willkommen am Stand der Tegeler Segler, der Vereine vom Tegeler See und der Oberhavel auf der Boot und Fun 2013. So ein großes Schiff fährst du? Ja? Was ist denn das für ein Schiff? Es gibt nämlich zwei Risse vom Kutter. Einmal ein Westkutter, einmal ein Ostkutter. Das ist der Ostkutter. Ja. Ein Marinekutter, der eben zur Ausbildung von Marinesoldaten benutzt worden ist. Der Kutter, der kann gerudert werden und gesegelt, ja, ist das richtig? Genau. Also und wie viele Mann sind da an Bord? Also die beste Besatzung variiert so zwischen 5 und 7 Personen. Wird der in Regatten mit Spinnaker gesegelt, ja? Genau, genau. Es gibt auch schon ganz viele in Regatten in Berlin für Kutter. Er hat nur ein Schwert, kein Kiel, genau. Der Kutter. Genau, trägt ja die Jolle, deswegen auch sehr leicht und wendig, aber kuttertechnisch sehr behäbig. Also man braucht schon einige Erfahrungen, um das... Die 6 Mann, die müssen alle auf der hohen Kante sitzen, aber so richtig auf der hohen Kante geht ja nicht, weil das ist ein Sylt. Ja, reicht das so aus? Ja? Immer, es reicht aus, es ist nicht sehr bequem. Ja, dann ist es da also Mannschaftsarbeit angesagt, dass alle zusammen reagieren müssen, damit das Boot nicht kentert. So ist es. Und man muss auch frühzeitig kleinere Segel drauf oder reffen, oder wie ist das? Gibt es mehrere Segelgrößen? Nein, es gibt nur eine Segel. Sind diese Kutter immer aus Holz? Nein, also wir haben was mit einer sehr edlen Variante zu tun, aus Holz. Es gibt natürlich Holzkutter, die meisten sind aber aus Plastik. Wir haben auch so einen im Verein, der ist früher marinegrau gewesen, mittlerweile aber umgestrichen auf einen schönen Schneeweiß. Fass doch den so an. Ja. So. Ja. Eins. Zwei. In welchem bleibst du jetzt? Im ersten Turn. Ich bin wieder zu Hause, ich komme wieder erst sechs Mal. Eines der Modellsegelboote hat ein F im Segel. F ist ein Folgeboot. Ist das ein Einzelstück? Nein. Dieses Schiff wird in einer Schale in Norddeutschland gebaut. Man kriegt es als Baukasten und man kann es auch als fertig kaufen. Und wir sind in allen Bundesländern vertreten. Wir führen also richtig Regatten aus. In Berlin sind wir jetzt zurzeit über 25 Schiffe. Ja, kannst du mal das Deckshaus abnehmen? Jawohl. Dann wieder mal die sehen, wie die Fernsteuerung verbaut ist. Das ist einmal die Ruderanlage und einmal die Steueranlage für das Vorsegel und fürs Großsegel. Es ist ja recht handlich, 1 Meter lang. Und wie schwer ist es? 5 Kilo hat zerquetschte. Okay, das heißt, es lässt sich noch gut handeln. Ja. Entspricht das Unterwasserschiff dem Original? Ja. Oder habt ihr einen verlängerten Kiel? Nein, im Original. Verschiedene Segelgrößen habt ihr nicht? Nein, das ist alles immer. Die Schiffe, die werden auch vermessen. Die Segel und der Rumpf wird vermessen. Ja, bis zu welcher Windstärke könnt ihr damit segeln? Oh, gut 4 Windstärken. Ist das das Tegeler Revier, ja? Ja, das ist das Tegeler Revier und das ist die Vorlage für dieses Puzzle gewesen. Ja? Aha. Da muss man die 100 Teile nur in die richtige Form bringen. Ach so, da gibt es also ein Puzzle dazu. Ach, da ist ja schon ein Herr am Puzzeln. Und da wo Schrift ist, ist es ja einfach, ne? Das ist ein Probeprojekt. Genau, das Aha. ist ganz neu, das haben wir in diesem Jahr das erste Mal. Okay. Hier sehen wir den Blue Martin. Das scheint mir ein Boot zu sein, was ich kenne, nämlich ein Optimist. Allerdings ist er normalerweise viel, viel größer. Was hat das mit dem Boot auf sich? Das ist eine Arbeit von Kindern im Winter. Alle Kinder meiner Trainingsgruppe bauen solche kleinen Bötchen aus Pappe. Da habe ich einen Schnittmusterbogen gemacht und die Kinder müssen alle Teile ausschneiden, bemalen. Sogar das Segel müssen sie ausschneiden, Löcher bohren, Verklicker herstellen. Jetzt ist das Schwert nach oben gezogen. Ja.
das geht auch hier unten. Das kann man runter machen, ja. Ja, segelt das Boot denn? Nein, es segelt nicht. Man könnte es vielleicht ins Wasser setzen. Das wollen alle Kinder gerne machen. Aber wie gesagt, es ist aus Pappe oder Papier. Wir haben es jetzt lackiert, damit es ein bisschen schöner aussieht. Was beim großen Optimist mit an Bord ist, es auch bei dem Kleinen an Bord. Ist das so, ja? Selbstverständlich. Das machen die Kinder ganz besonders gern mit vielen Farben. Hattet bei Pölli das Sportliche, weil ich ja mal mehr auf der sportlichen Seite oder bin, hat mir auch ganz gut gefallen, was der macht. Und bei neben den beiden Lasern steht die kleine Micromagic, auch sehr aktiv. Daneben steht das Mini-Folgeboot, ja, auch das zweite Mal dabei. Dann kommt die IOM vom Berliner Modell Seglern aus Spandau. Zeitgleich haben wir auch unsere Regatta-Ausrüstung ausgestellt mit unserem Bojen, mit dem Bojenfeld, auch ganz interessant. Und daneben stehen die verschiedenen Segelgrößen des Lasers von Starkwind bis Leichtwind. Das ist eine spezielle Halterung, die kann man im Internet erwerben, also keine selbstgebaute, und macht wirklich Sinn für die Steuerung. Was sind die Vorteile davon? Man kann den Handballen auflegen, man schwebt nicht frei in der Luft. Und hat alles immer sicher im Griff. Was passiert an dieser Station hier? Genau, das ist eine Station für Kinder. Und zwar bauen wir hier kleine Boote, die dann so aussehen wie dieses hier zum Beispiel. Die sind schon fast fertig. Da muss also erst ein Loch reingebohrt werden ins Brett. Mit einem, und dann kann man sich entscheiden für einen. Hier mit so einem tollen alten Handbohrer. Ja. Und dann wird der Mast gestellt. Aha. Dann kann man hier noch ein bisschen schmürgeln, damit es schön glatt wird. Ja, dann. Und man kann drei Master oder einen Master, je nachdem, könnte wie man es auch machen. Ja. Genau. Was knüpfst du da? Ist das irgendwie so ein Takling oder sowas? Oder? Ein Schlüsselanhänger. Das haben Kinder gemacht? Das haben Kinder gemacht. Jedes Kind hat ein Tablett gemacht. Und? Ausgesägt, in Wand gesägt, Löcher gebohrt und dann die Leine natürlich abgelenkt. Und wie alt sind die Kinder? Die waren zwischen 9 und 11 Jahre alt. Aha. Ich hatte PSV verstanden.